Ich freue mich, heute in der Ringvorlesung selbst etwas vortragen zu dürfen, nachdem ich hier mehrmals schon moderieren konnte. Der Vortrag, das hat der Rexroth schon gesagt, wird erstmals nicht ein Strukturproblem der Wissenschaft behandeln, sondern einen einzelnen, allerdings sehr bedeutenden Naturwissenschaftler. Noch zwei weitere Vorträge werden in unserer Ringvorlesung über einzelne Wissenschaftler folgen, über den Völkerkundler Hans Plischke und den Historiker Hermann Heimpel. Im Unterschied zu diesen beiden Wissenschaftlern war Butenandt kein Professor in Göttingen, aber seit 1938 korrespondierendes Mitglied der Akademie der Wissenschaften. Er war sicherlich, davon gehe ich aus, einer der wissenschaftlich bedeutendsten und wissenschaftspolitisch erfolgreichsten deutschen Naturwissenschaftler des 20. Jahrhunderts. Dies zeigte sich schon bei seinem fulminanten Studienverlauf ab. Nach einem Studienbeginn in Marburg setzte er 1924 hier in Göttingen sein Studium fort und wurde hier 1927 mit erst 24 Jahren promoviert. Wie aus seinen unglaublich zahlreichen privaten Briefen hervorgeht, fand er es übrigens in Göttingen erst nicht so schön wie in Marburg, weil hier mehr gearbeitet würde als gefeiert. Das kann man leicht erklären, weil er in Marburg noch gewissermaßen in der O-Phase war, während er hier auf die Promotion zuging und mehr arbeiten musste. 1929 gelang es ihm als wissenschaftlicher Assistent im chemischen Universitätslabor des Nobelpreisträgers Adolf Windaus erstmals das weibliche Follikelhormon Estron oder Östron zu isolieren, was ihm zwei Jahre später die Habilitation einbrachte. Es folgten die Isolierung des männlichen Keimdrüsenhormons Androsteron und des Schwangerschaftshormons Progesteron. Butenandt begründete damit die moderne biochemische Hormonforschung, die unter anderem in den 50er Jahren die hormonale Empfängnisverhütung ermöglichen sollte. Mit erst 30 Jahren erhielt er 1933 in der Freien Stadt, damals Freien Stadt Danzig, ein Ordinariat für organische Chemie. 1936 wurde er an das eigens für ihn geschaffene Kaiser-Wilhelm-Institut für Biochemie in Berlin berufen, das heute nach dem kriegsbedingten Wechsel nach München zu den größten deutschen Forschungsinstituten gehört. 1939, ich komme noch darauf zurück, erhielt Butenandt mit 36 Jahren für seine Isolierung der Sexualhormone den Nobelpreis für Chemie. Nach 1945 spielte er zunächst in Tübingen, dann in München eine zentrale Rolle beim Aufbau der Max-Planck-Gesellschaft, deren zweiter Präsident er in der Nachfolge von Otto Hahn von 1960 bis 1972 war. Der Haushalt der Max-Planck-Gesellschaft wurde in seiner Amtszeit von 80 Millionen auf 400 Millionen D-Mark gesteigert. Die Zahl der Mitarbeiter stieg von etwa 2.600 auf 8.000. Diese beispiellose Expansion der MPG war sicherlich besonders dem wirtschaftlichen Boom in der Bundesrepublik geschuldet. Ohne die wissenschaftliche Reputation und die unglaubliche Organisationskraft Butenandts wäre sie jedoch wohl nicht möglich gewesen. Sich mit Butenandt zu beschäftigen, geht deshalb weit über seine eigentliche Biografie hinaus. Es ermöglicht vielmehr einen durchaus repräsentativen historischen Rückblick auf die deutsche Wissenschaftsgeschichte von der Zeit der Weimarer Republik über das Dritte Reich bis in die Bundesrepublik Deutschland. Als Historiker kann ich mich selbstverständlich nicht eingehender mit der Bedeutung Butenandts als Biochemiker befassen, wohl aber glaube ich heute etwas zu seiner durchaus schillernden politischen Biografie, besonders zu seiner Rolle im Dritten Reich, vortragen zu können. Auch wenn Sie es häufig behaupten, arbeiten Naturwissenschaftler nicht im politikfreien Raum sogenannter reiner Wissenschaftlichkeit, sondern stehen in gesellschaftspolitischen Zusammenhängen, ohne die ihre Forschungen nicht möglich sind. Nach einer Formulierung des Wissenschaftssoziologen Bruno Latour kann die wissenschaftliche Forschung keinen
zitiere ihn, Salto Mortale aus Diskurs und Gesellschaft vollziehen. Das gilt selbstverständlich in besonderem Maße für die Zeit der faschistischen Diktaturzeit des Dritten Reiches, in der Butenandt seinen fulminanten wissenschaftlichen Aufstieg genommen hat. Entgegen mancher Annahme, darüber war hier ja schon öfter was zu hören, wonach der Nationalsozialismus besonders wissenschaftsfeindlich gewesen sei, bot er Naturwissenschaftlern, wenn sie nicht durch das Regime ausgegrenzt oder vertrieben worden waren, natürlich bis dahin ungeahnte professionelle Entfaltungsmöglichkeiten. Er führte sie freilich auch in Versuchung, sich in Projekte zu begeben, die ethisch möglicherweise problematisch waren oder gar sich an Forschungen zu beteiligen, die im Verbrechenszusammenhang des Regimes standen. In diesen Verdacht geriet auch Butenandt, als ihn mein früherer Kölner Kollege, der Genetiker Benno Müller-Hill, in den 80er Jahren mit einer Episode seiner wissenschaftlichen Tätigkeit in der Endphase des Dritten Reiches konfrontierte. Müller-Hill unterstellte, dass Butenandt über seinen Berlin-Dahlemmer Kollegen und Nachbarn Ottmar Freiherr von Schür, dem Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik, mit Josef Mengele in Auschwitz zusammengearbeitet hätte. Auch davon war ja in der Ringvorlesung schon die Rede. Anstatt sich diesen Vorwürfen öffentlich zu stellen, verweigerte Butenandt eine ernsthafte Auseinandersetzung. Er verhinderte sogar die Publikation des Gedächtnisprotokolls, das Müller-Hill angefertigt hatte. Bis zum Ende seines Lebens hatte er sich daraufhin zwar keiner weitergehenden Anwürfe mehr zu erwehren, nachdem der böse Verdacht an Experimenten mit aus Auschwitz stammendem Humanmaterial beteiligt gewesen zu sein, jedoch einmal in der Öffentlichkeit war, induzierte er sich gewissermaßen ständig aufs Neue von selbst. Es ist deshalb immer noch notwendig, die Diskussion über Butenandts Rolle im Dritten Reich auf den Boden der historischen Kritik zurückzuführen und das von Müller-Hill zu Recht kritisierte, ich zitiere Müller-Hill, Schweigen der Gelehrten zu beenden. Butenandt entstammte einem eher kleinbürgerlichen, jedenfalls kleinstädtischen Milieu im heutigen Bremen. Er besuchte kein humanistisches Gymnasium, sondern eine preußische Oberrealschule und er war, wie er selbst gern hervorhob, der erste Akademiker in seiner Familie. Das erklärt, dass er sich 1921 zu Beginn seines Studiums in Marburg unsicher fühlte und froh war, durch Schulfreunde in die Turnerschaft Philippina eingeführt zu werden. Die Sozialisation in dieser schlagenden Verbindung, an deren männerbündischen Ritualen er einschließlich blutiger Mensuren er sich begeistert beteiligte, vermittelte ihm das soziale Gruppenbewusstsein, das für ihn lebenslang wichtig bleiben sollte. Wer in der Familie, im Freundeskreis, im Institut oder in der ganzen Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zum inneren Kreis gehörte, den ließ er nicht mehr so schnell fallen. Folgerichtig gehört es auch zu Butenandts Führungsstil, seine Mitarbeiter als eine große Familie anzusehen. Er legte als Institutsdirektor Wert auf gemeinschaftsfördernde Veranstaltungen. Er wollte nicht nur als Wissenschaftler Vorbild sein, sondern auch als Erzieher in allen Lebenslagen. Es war dies ein patriarchalisches Berufsverständnis, das man heute im Grunde nur noch kopfschüttelnd zur Kenntnis nehmen kann. In der Marburger Studentenverbindung fand Butenandt nicht nur die Geborgenheit in der Gruppe. Die dort vorherrschende deutschnationale Ideologie entsprach vielmehr auch dem wahren politischen Gedankengut, das er sich schon im Elternhaus und in der Schule in Bremen angeeignet hatte. So lehnte er, wie seine vehemente Kritik an der französischen und der englischen Nachkriegspolitik zeigt, in der Weimarer Republik natürlich, die Versailler Friedensordnung ab. In seiner privaten Korrespondenz sprach er von französischen Bestien oder verfluchten Engländern. Daraus ergab sich von selbst, dass er sich den Parteien der politischen Rechten in der Weimarer Republik verbunden fühlte, die außenpolitisch für eine strikte Revisionspolitik eintraten. Wir wissen, dass er bei der Reichstagswahl vom 4. Mai 1924 nur schwankte,
ob er deutsch-national, wie er sagte, oder völkisch-sozial wählen sollte. Zu diesem Zeitpunkt entschied er sich noch für die deutsch-nationale Volkspartei, DNVP, um sich aber seitdem in die völkische Richtung zu orientieren. Aus dem Elternhaus scheint er auch gewisse antijüdische Vorurteile mitgenommen zu haben. Diese wurden immer dann virulent, wenn er sich persönlich angegriffen oder herausgefordert fühlte. Charakteristisch war dafür etwa seine Reaktion auf kritische Fragen des Berliner Professors für Gynäkologie Bernhard Zondek anlässlich seines allerersten Vortrags in der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in Berlin. Er bezeichnete Zondek in einem Brief an die Eltern umstandslos, ich zitiere ihn, als widerlichen Juden und bezichtigte ihn einer gewissen Arroganz. Besonders verbissen reagierte er 1935 auch auf eine neue Polemik des Juden Rutschika, ausgerechnet mit dem er dann 4 Jahre später gemeinsam den Nobelpreis erhalten sollte. Schon 1926 hatte er in Göttingen eine Protestkundgebung, wie er schrieb, gegen den abscheulichen Lessing teilgenommen, womit er sich in die deutschlandweite akademische Kampagne einreihte, die den pazifistischen jüdischen Philosophen schließlich in den Selbstmord trieb. Dem steht gegenüber, dass er Anfang Januar 1933, kurz nach der Machtergreifung Hitlers, glücklich war, in Berlin gemeinsam mit den jüdischen Nobelpreisträgern Otto Warburg und Otto Meyerhoff Abendessen zu dürfen. Nachweislich hat er 1942 auch die sogenannte Gleichschaltung des jüdischen Nobelpreisträgers Warburg mit sogenannten Deutschblütigen nachdrücklich unterstützt. Wenn es ihm für seine Karriere nützlich erschien oder nicht weiter schadete, hatte Buterland also auch im persönlichen Umgang durchaus nichts gegen jüdische Kollegen einzuwenden. Es waren nicht die Juden an sich, gegen die Buterland sich stellte. Sein antijüdisches Vorurteil traf vielmehr immer nur im Konfliktfall hervor. Dem entspricht, dass er sich anders als beispielsweise seine Kollegen in der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, Verschur, den ich eben schon nannte, Fischer oder Rüdin, einen Schweizer, in der Öffentlichkeit niemals zu antisemitischen Ausfällen hinreißen ließ. Ein militanter Antisemit war er nicht. Das Verhalten war im Dritten Reich nun auch keineswegs singulär. Es entsprach vielmehr ziemlich genau dem konventionellen Alltagsantisemitismus, wie er seit dem späten Kaiserreich innerhalb des nationalkonservativen Bürgertums, deutschen Bürgertums, weit verbreitet war, ehe sich der nationalsozialistische Radikalantisemitismus durchsetzte. Seit 1925 gehörte Buterland dem Jungdeutschen Orden an, der 1920 aus einem der zahlreichen paramilitärischen Freikorps hervorgegangen war. Der Gründer und selbsternannte Führer des Ordens, Arthur Maraun, lehnte wie alle völkischen Ideologen eine, wie er das nannte, parteiistische Demokratie ab. Stattdessen schwebte ihm eine, wie er das nannte, Führerdemokratie vor, deren Basis eine Art von kommunitarisch organisierter Volksgemeinschaft sein sollte. Wie auch andere völkische Gruppierungen gehörte der Jungdeutsche Orden in seinem militanten Nationalismus und seiner antisemitischen Grundhaltung damit in das Lager der antidemokratischen Gegner der Weimarer Republik. Buterland fand im Jungdeutschen Orden in Göttingen zweifellos jene Gemeinschaft wieder, die ihm die Philippiner Turnerschaft in Marburg geboten hatte. Obwohl durch Examen und Dissertation stark in Anspruch genommen, engagierte er sich stark in der politischen Arbeit des Jungdeutschen Ordens. In zahlreichen Äußerungen gab er zu erkennen, dass er ganz im Geiste des Führers Maraun die Vorherrschaft der Parteien im Weimarer Staat ablehnte und an ihre Stelle eine elitäre Führerherrschaft setzen wollte. Solange die Herbeiführung dieses Führerstaates ein utopisches Zukunftsprogramm war, musste Buterland sich freilich mit der ungeliebten politischen Gegenwart auseinandersetzen. Hierbei kam nun für ihn der Pflichtgedanke zum Tragen, der zu den zentralen Kategorien der politischen Philosophie Marauns gehörte. Buterland übernahm von Maraun die Vorstellung, dass man gegenüber jedem politischen System loyal sein müsse, auch wenn dies den eigenen Idealen nicht entspreche. Wahrscheinlich liegt in dieser Verabsolutierung des Pflichtgedankens überhaupt der Schlüssel zum Verständnis von Buterlands politischem Verhalten, nicht nur in der Weimarer Republik, sondern gerade auch im Dritten Reich. Belegt ist jedenfalls,
dass er sich in wichtigen Entscheidungssituationen seiner Karriere an dieser hochpolitisierten Pflichtvorstellung orientierte. Die Verehrung für den von ihm als Führer verstandenen Maron bedeutete nicht, dass Buthelmann sich auf dem direkten Weg in den Nationalsozialismus befunden hätte. Im Gegenteil, die völkisch orientierten Jungdeutschen standen bis 1933 in scharfer Opposition zu den Nazis. Von diesen trennte sich vor allem der nationalsozialistische Habitus der Gewalt. Es kann deshalb kein Zweifel daran bestehen, dass Buthelmann in den Jahren seiner aktiven Mitgliedschaft im Jungdeutschen Orden, also hier in Göttingen, in Distanz zum Nationalsozialismus stand. Noch im März 1932 unterschrieb er in Göttingen bei der Reichspräsidentenwahl einen von den Jungdeutschen unterstützten Aufruf mit der Parole: Wir wählen Hindenburg, nicht Hitler. Durch den Ruf auf einen Lehrstuhl in der freien Stadt Danzig, die seit dem Versailler Vertrag nicht mehr zum Deutschen Reich gehörte und von einem durch den Völkerbund eingesetzten Hochkommissar geleitet wurde, blieb Buthelmann nach Hitlers Machtergreifung zunächst außerhalb der politischen Schusslinie. Danzig war jedoch in starkem Maße von deutscher Finanzhilfe abhängig, die seit 1935 aus Devisenmangel weitgehend ausblieb. Buthelmann verstand es jedoch, von der Rockefeller Foundation nicht nur Forschungsmittel, sondern auch ein Reisestipendium in die USA und nach Kanada zu erhalten. Die zweimonatige Amerikareise, zu der er im März 1935 aufbrach, kann wohl als die wichtigste Forschungsreise angesehen werden, die Buthelmann überhaupt in seinem Leben unternommen hat. Er wurde in den hervorragendsten Hormonforschungszentren der USA und Kanadas förmlich herumgereicht, traf alle für ihn wichtigen Koryphäen seines Faches und konnte feststellen, wie sehr die amerikanische Biochemie der Deutschen durch ihre Teamarbeit, ihre Interdisziplinarität und ihre gegenseitige Transparenz überlegen war. Schon früh dämmerte ihm auf der Reise, dass man diesen Aufwand für ihn nur trieb, um ihn aus Deutschland in die USA zu locken. Einige Monate nach seiner Rückkehr erreichte ihn in Deutschland tatsächlich auch ein Ruf an die Harvard University. Mit 32 Jahren stand Buthelmann damit vor einer ähnlichen Entscheidung, wie sie während des Dritten Reiches auch Werner Heisenberg treffen konnte. Er hätte den NS-Staat ganz legal verlassen können. Warum hat er es nicht getan? Die Antwort muss heute als unbegreiflich angesehen werden. Er hat es nicht einmal ernsthaft erwogen. Als er seine Frau am 31. März 1935 über die Möglichkeit eines Angebots aus Harvard informierte, fügte er Folgendes hinzu. Ich zitiere ihn. Sie, Herz, ich habe nicht prinzipiell abgelehnt. Ich warte auf die Bedingungen. Es kommt im Augenblick nichts mehr gelegen als ein bedeutender Ruf ins Ausland. Er ist ein Trumpf und ich habe den Mut, ihn gegen Berlin auszuspielen, wenn man mich will. Der Ruf nach Harvard kam ihm also wie gerufen, um ihn für eine Rückkehr ins Reich, wie man in Danzig sagte, benutzen zu können. Mit keinem Wort war davon die Rede, dass ihn die Übersiedlung in die USA von allen politischen Zwängen befreit hätte, denen er sich auch schon in Danzig ausgesetzt sah. In einem Fernsehgespräch mit Peter Koslowski räumte er 1985 ein, aber eben 85 erst, dass er, ich zitiere ihn, erst viel später erkannt habe, dass in dem Ruf nach Harvard für mich auch die Möglichkeit enthalten sein konnte, dem politischen Geschehen in Deutschland, in Europa überhaupt zu entgehen. Am 1. Mai 1936 erhielt er mit einem persönlichen Handschreiben von Max Planck den Ruf auf den Direktorenposten am KWI für Biochemie in Berlin. Buthelmann hatte 1933 zunächst angenommen, seinen parteifeindlichen Überzeugungen treu zu bleiben und den förmlichen Eintritt in die NSDAP vermeiden zu können. Wie so viele nationalkonservativ Gesinnte erlag er dem verhängnisvollen Irrtum, dass man sich im Dritten Reich national definieren könne, ohne nationalsozialistisch zu werden. Wollte man sein Verhalten näher definieren, könnte man es als eine nicht identische Identität mit dem Nationalsozialismus zu bezeichnen. Schon 1935 zeichnete sich jedoch ab, dass er diese Linie nicht auf Dauer würde durchhalten können.
Als es für ihn erstmals darum ging, an das Berliner KWI für Biochemie berufen zu werden, gab es im Reichswissenschaftsministerium gegen ihn aus politischen Gründen, wie es hieß, deutliche Vorbehalte. Sie kamen pikanterweise vor allem von dem Chemiker Rudolf Menzel, der vor 1933 in Göttingen Kreisleiter der NSDAP gewesen und im Reichswissenschaftsministerium für die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zuständig war. Butenandts parteipolitische Abstinenz ließ sich daher nicht mehr aufrechterhalten. Seit dem 1. Mai 1936 wurde er als Mitglied in der NSDAP geführt. Es kann kein Zufall sein, dass dies genau der Tag war, an dem er auch den Beruf an das Berliner KWI erhielt. Vielmehr ist anzunehmen, dass Butenandt den Ruf nur bekam, weil er sich gleichzeitig in die NSDAP aufnehmen ließ, wobei dies auch noch als eine besondere Privilegierung anzusehen ist, weil 1936 ja eigentlich noch ein Aufnahmestopp in der NSDAP bestand. Er machte sich dann zwar vor, ich zitiere ihn, hat er oft behauptet, ohne Eintritt in die Partei den Ruf erhalten zu haben, da sein Parteieintritt in Berlin, als er den Ruf bekam, noch nicht bekannt gewesen sei. Das diente jedoch nur der Verschleierung der Tatsache, dass sein in Danzig gestellter, offensichtlich ein opportunistischer Antrag auf Aufnahme in die NSDAP die Voraussetzung für seine Berufung in Berlin war. Bis 1939 ist Butenandt in eine Reihe von nationalsozialistischen Unterorganisationen eingetreten, bemerkenswerterweise allerdings nicht in die SA oder die SS. Im Unterschied zu vielen anderen prominenten Kollegen in der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft hielt er sich konsequent von allen öffentlichen Diskursen über Rassenpolitik, Euthanasie oder die Politik gegenüber den Juden fern. Ein glühender Nazi, wie ein Repräsentant der Rockefeller Foundation 1937 nach einem flüchtigen Besuch in Berlin glaubte, feststellen zu können, war er mit Sicherheit nicht. Er war aber andererseits auch keine bloße Karteileiche der NSDAP. Von 1937 an finden sich in seinem Nachlass durchaus Spuren einer Aktivität in Berlin, in der Berlin-Dahlemer Ortsgruppe der NSDAP. Problematischer als seine Parteiaktivität ist aber sicherlich seine ideologische Öffnung gegenüber Hitler einzuschätzen. Von dessen außenpolitischen Erfolgen sich Butenandt wie so viele nationalkonservativ gesinnte Deutsche blenden ließ. In den Tagen der Machtergreifung stand er nicht nur der NSDAP, sondern auch Hitler gegenüber, zunächst mit großer Reserve gegenüber. Als Hitler jedoch bis 1939 das außenpolitische Programm der nationalen Rechten zu erfüllen schien, fand er zunehmend auch Butenandts Anerkennung. Hitlers Außenpolitik schien mit den von ihm erträumten Zielen des nationalen Revisionismus, also der Rückkehr der durch den Versailler Vertrag verloren gegangenen deutschen Gebiete, Reichsgebiete, übereinzustimmen. Dass es Hitler jedoch gerade nicht um die Revision von Versailles ging, weil für ihn Danzig, das berühmte Zitat von Hitler, nicht das Objekt war, sondern die Arrondierung des Lebensraums im Osten, entging Butenandt ebenso wie den meisten Deutschen. Erstmals äußerte sich Butenandt positiv über Hitler, als dieser am 17. Mai 1933 die erste seiner sogenannten außenpolitischen Friedensreden hielt. Ganz begeistert war er jedoch erst über den Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich. Als Hitler dann am 15. März 1939 die Wehrmacht in der wehrlosen Tschechischen Republik einmarschieren ließ, war Butenandt regelrecht überwältigt von der, wie er das nannte, Dynamik des Geschehens. Das Weltbild Europas habe sich, so schrieb er an seine Eltern, nach dem Willen des Führers verändert. Und erstmals erklärte er, zitiere, voller Bewunderung vor dem Genie des Mannes zu stehen, der ohne Blut die Mehrung des Reiches in einer noch nie dagewesenen Weise vollbrachte, meinte natürlich Hitler. Wie aus dieser und anderen Äußerungen hervorgeht, war Butenandts allmählicher Stimmungsumschwung gegenüber Hitler der Tatsache geschuldet, dass dieser alle außenpolitischen Erfolge friedlich, scheinbar friedlich durchgesetzt hatte. Hitlers Drohungen und Erpressungen sowie seinen einseitigen Bruch des Münchner Abkommens hatte Butenandt nicht als solche wahrgenommen, sondern war ohne weiteres der kollektiven Selbsttäuschung der Deutschen erlegen.
Umso mehr empfand er den Kriegsbeginn am 1. September 1939 als Schock. Ich zitiere ihn: voller Entsetzen malte er sich aus, was möglicherweise noch kommen könne. Wie vollständig er aber inzwischen dem außenpolitischen Führermythos Hitlers verfallen war, zeigt sich daran, dass er Engländer und Franzosen einseitig die Schuld am Krieg zuschob. Ich zitiere ihn wieder: mein Abscheu gegen die englische Mentalität ist so groß, umso heißer schlägt mein Herz für den Führer und seinen Weg. Das sollte sich jedoch wenig später ändern. Am 10. November 1939 wurde Butenland durch ein Telegramm aus Stockholm darüber informiert, dass ihm zusammen mit seinem Züricher Kollegen Leopold Ruschika der Nobelpreis für Chemie für seine Untersuchung über Sexualhormone verliehen worden sei. Seine Freude darüber wurde ihm jedoch gründlich verdorben. Als ihm vom Reichswissenschaftsministerium bedeutet wurde, dass er den Nobelpreis genauso wenig annehmen dürfe wie der Physiologe Gerhard Domag und der Chemiker Richard Kuhn, die beiden gleichzeitig mit einem Nobelpreis geehrten deutschen Forscher. Übrigens sensationell, drei Deutsche nach dem Überfall auf Polen den Nobelpreis bekamen. Nicht einmal die Form der Ablehnung wurde Bute dann überlassen. Ihm wurden neuerdings von dem von mir schon genannten Rudolf Menzel im Reichserziehungsministerium zwei Briefentwürfe vorgelegt, von denen er einen zu unterschreiben hatte. In der von ihm schließlich unterschriebenen Fassung wurde die Zuerkennung des Nobelpreises unter Hinweis auf die Verleihung des Friedensnobelpreises an Karl von Ossietzky als, stand da im Brief, beleidigende Demonstration gegen das Deutsche Reich und als Versuch bezeichnet, ihn außerhalb der deutschen Volksgemeinschaft zu stellen. Der Hinweis auf den Ausschluss aus der Volksgemeinschaft lässt erkennen, womit man Butenland gedroht hatte, sofern er den Nobelpreis annehmen würde. Menzel hatte ihm zu verstehen gegeben, dass die Ablehnung eines Führerbefehls für ihn und seine Familie Konsequenzen haben könne. Was ein Grund zur besonderen Ehrung des Gelehrten hätte sein sollen, stellte sich Butenland daher geradezu als eine zumindest potenziell existenzielle Bedrohung dar. Kein Wunder, dass er völlig konsterniert war. Es war auch das einzige Mal, dass er in seiner privaten Korrespondenz deutlich Kritik an der nationalsozialistischen Regierungspolitik äußerte. Erstmals äußerte. Ich zitiere: wie schade, wie unendlich schade, dass die Freude so getrübt wird. Warum musste diese unselige Entwicklung kommen? Wie anders war es, als Windaus 1928 den Preis bekam? Welcher Höhepunkt im Leben der Nation? Und jetzt werden mitten im Krieg, im Hassgesang der Völker, drei Deutsche von der Welt geehrt. Und Deutschland schweigt und verbietet den Geehrten einstweilen jede Antwort. Entschuldigung, doch mal einen Schluck trinken. Nicht nur, dass er zur Ablehnung gezwungen wurde, kritisierte Butenland also, sondern regte sich vor allem auch über die Tatsache, dass selbst eine öffentliche Bekanntmachung der Preisverleihung verboten wurde. Es ist ihm durchaus abzunehmen, dass er schwere Tage, so schwere, dass ich oft glaubt, an ihnen verbrechen zu müssen, durchmachte. Und er fügte hinzu: und irgendein froher Glaube ist auch wohl in mir zerbrochen. Auch wenn er sich hütete, das in einem Brief auszusprechen, kann kein Zweifel daran bestehen, dass er damit nur den Glauben an Hitler gemeint hat, dessen außenpolitische Erfolge ihn bis zum Kriegsbeginn in seinen Bann geschlagen hatten. Genau von diesem Zeitpunkt an finde jedenfalls in seiner privaten Korrespondenz, und das sind Aberhunderte von Briefen, keine Devotionsfloskeln für den Führer mehr. Butenland wurde von der totalitären Wirklichkeit des Dritten Reiches eingeholt, die er bis dahin weitgehend ignoriert hatte. Aber erst eben diese ganz persönliche Enttäuschung war es, die ihn an Hitler zweifeln ließ. Es gab seitdem für ihn keine politische Rechtfertigung mehr für sein wissenschaftliches Engagement im Nationalsozialismus, wie das bisher der Fall gewesen war. Folgerichtig konnte er nur noch
konnte es nur noch die reine Wissenschaft sein, die von ihm für die Zeit des Nationalsozialismus reklamierte, konnte es nur noch die reine Wissenschaft sein, die ihm noch weiter Wissenschaftspolitik und Wissenschaft im Krieg betreiben ließ. Aber das bedeutet auch, dass ohne seinen überragenden Beitrag das NS-Regime überhaupt ohne den Beitrag der deutschen Wissenschaft überhaupt nicht in der Lage gewesen wäre, den Krieg fortzusetzen und so lange fortzusetzen. Butenandt verhielt sich gegenüber dem NS-Regime im Grunde nur wie bisher loyal und diente ihm, ungeachtet seiner persönlichen Enttäuschung, nach außen hin pflichtbewusst bis zum bitteren Ende. Wie kaum ein anderer Wissenschaftler verstand er es während des Krieges sogar, seine Forschung als kriegswichtig darzustellen, obwohl es diese überhaupt gar nicht im Grunde meistens waren. Die von ihm betriebene biochemische Forschung hatte doch schon deswegen einen direkten Praxisbezug, weil sie in starkem Maße von der Industrie vorgegeben war. Seit ihn sein Lehrer Windaus 1929 an die Firma Schering in Berlin vermittelt hatte, war er dieser bis 1945 in einem komplexen System gegenseitiger Abhängigkeit eng verbunden. Seit 1937 war er zusätzlich auch mit den IG Farben-Konzernen liiert. Das schloss eine Förderung durch die DFG nicht aus. Im Gegenteil, je erfolgreicher Butenandt Mittel von der Industrie einwarb, desto mehr flossen auch die staatlichen Mittel. Das von ihm geleitete Max-Planck-Institut für Biochemie entwickelte sich zu einem der größten Institute der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Ohne auf die zahlreichen Forschungsprojekte Butenandts einzugehen, kann man daran erkennen, dass er die Bedingungen der NS-Wissenschaftspolitik außergewöhnlich erfolgreich genutzt hat. Wie wir heute wissen, gab es im Dritten Reich kein zentrales wissenschaftspolitisches Entscheidungszentrum. Wenn irgendwo, kann man daher gerade in der Wissenschaftspolitik von einem polykratischen System sprechen, in dem verschiedene politische Instanzen um den Zugriff auf die naturwissenschaftliche Forschung miteinander konkurrierten. Für viele Wissenschaftler ergaben sich daraus ganz neue Handlungsspielräume, die sie optimal für sich nutzen konnten. Sie blieben dabei immer Herr des Verfahrens und konnten sich ihre Kooperationspartner selbst aussuchen. Butenandt kann geradezu als Prototyp einer solchen wissenschaftspolitischen Organisation angesehen werden, mit der Konsequenz, dass die von ihm bei verschiedenen politischen und militärischen Stellen requirierten Projekte zwar von ihm selbst ausgesucht wurden, aber unmittelbar zu industriellen oder militärischen Produktionszwecken benutzt werden konnten. Butenandt war mit seinen Forschungen insofern Teil eines wissenschaftlich-industriell-militärischen Komplexes, dessen Volumen im Krieg bis 1944 ständig gesteigert werden konnte. Auch das ist jedoch noch nicht die ganze Wahrheit. Butenandt hat während des Krieges in seinem Dahlemer Institut auch direkte militärische Auftragsforschungen durchführen lassen, bei welchen der Verdacht bestand, dass er sich in den Verbrechenszusammenhang des Dritten Reiches begeben oder sich zumindest einer ethischen Grenzüberschreitung schuldig gemacht haben könnte. Wenigstens zwei von diesen will ich Ihnen noch vorstellen. Beide zeichnen sich, und noch ein weiteres auch, durch zweierlei aus. Entweder wurden sie an ihn herangetragen, es handelt sich also um regelrechte militärische Auftragsforschung, oder aber es betraf Forschungsprojekte, die zwar in seinem Institut durchgeführt wurden, an denen er aber nicht persönlich beteiligt war. Es handelte sich bei diesen Forschungsprojekten um solche, die Mitarbeiter seines Instituts unter der Leitung und der Zusammenarbeit mit anderen Instituten betrieben. Butenandt war sozusagen nur Gastgeber, aber nicht verantwortlicher Forscher. Ein erstes Projekt dieser Art ergab sich 1942 im Auftrag der Luftwaffe aus der Zusammenarbeit Butenandts mit dem ärztlichen Leiter des Physiologischen Instituts der Luftwaffenerprobungsstelle in Rechlin, Theodor Benzinger. Ausgangspunkt dieser Zusammenarbeit war das gemeinsame wissenschaftliche Interesse bezüglich der Hämopoietine.
Die Luftwaffe stand vor dem Problem des Sauerstoffmangels bei einem plötzlichen Druckabfall in großen Höhen. Das Forschungsinteresse Butelands daran ergab sich daraus, dass das Problem der physiologischen Höhenanpassung möglicherweise hormonal durch die Vermehrung roter Blutkörperchen mittels dieser sogenannten Hämopoietine zu lösen war. Abgesehen davon, dass es sich bei diesem Projekt eindeutig um Kriegsforschung handelte, konnte der Verdacht aufkommen, dass sich Butelland dabei ethisch nicht zu verantwortenden Methoden bedient hätte. Da Benzinger in Deutschland der führende Experte für die Verwendung von Unterdruckkammern war, schien er mit den mörderischen Menschenversuchen Sigmund Raschers im KZ Dachau in Verbindung gebracht werden zu können. In Wahrheit lehnte jedoch Benzinger Versuche an menschlichen Probanden wegen der außerordentlichen Lebensgefahr, wie er sagte, ausdrücklich ab. Butelland hat sich deshalb wegen der Zusammenarbeit mit Benzinger nichts vorzuwerfen. Allerdings kann man über Gerhard Rudenstroh-Bauer, dem er bei dieser wissenschaftlichen Kooperation die Projektarbeit anvertraute, nicht dasselbe sagen. Rudenstroh-Bauer hat aus dem Projekt heraus ein weiteres entwickelt, indem er tatsächlich in einer Unterdruckkammer fragwürdige Menschenversuche unternommen hat. Es handelt sich um ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Abteilungsleiter im KWI für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik, Hans Nachtsheim. In diesem Projekt ging es um die Frage, ob ein durch Unterdruck induzierter Sauerstoffmangel zur Aufklärung der Pathogenese der Epilepsie beitragen könne. Bei Versuchen in einer Unterdruckkammer in Berlin wurden im September 1943, wie seit längerem bekannt ist, 6 minderjährige Kinder aus der psychiatrischen Landesanstalt im brandenburgischen Görden herangezogen. Auch wenn die Kinder laut der späteren Aussage von Rudenstroh-Bauer diese Versuche offenbar unbeschadet überstanden haben, hatten sie ohne Frage einen medizinisch völlig unzulässigen Zwangscharakter. Es kann auch nicht davon abgesehen werden, dass Görden ein Zentrum des nationalsozialistischen Mordprogramms der sogenannten Euthanasie war. Butelland hatte diese fragwürdigen Experimente jedoch nicht zu verantworten. Rudenstroh-Bauer war ihm seit 1942 als Stabsarzt der Luftwaffe dienstrechtlich nicht mehr unterstellt. Die Forschungsmittel für das Projekt wurden vom Nachtsheim und nicht von Butelland beantragt. Vor allem aber veröffentlichte Rudenstroh-Bauer seine zweifelhaft zustande gekommenen Forschungsergebnisse nicht gemeinsam mit Butelland, worauf dieser bei Projekten, die in seinem Institut betrieben wurden, sonst immer bestand. Da Rudenstroh-Bauer auch als Stabsarzt weiterhin einen Arbeitsplatz in Butelands Institut behielt, ist allerdings wahrscheinlich, dass er ihm von seinen Versuchen in der Unterdruckkammer berichtet hat. Butelland könnte also über das Projekt etwas gewusst haben, wenn er auch nicht daran beteiligt war. Ich komme zu dem zweiten Projekt, das in der Forschung besonders umstritten ist, im Grunde bis heute umstritten ist. Es handelt sich um ein Forschungsvorhaben, für das Ottmar Freier von Verschur, der schon von mir mehrfach zitierte, Direktor des KWIs für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik verantwortlich war. Verschur hatte das ehrgeizige Ziel, auf experimentellem Wege eine serologische Diagnose zur Identifizierung der Rasse zu ermöglichen. Er war davon überzeugt, auf diese Weise die wohl empfindlichste Leerstelle der NS-Ideologie zu beseitigen, nämlich das Unvermögen der Nationalsozialisten, den Rassebegriff naturwissenschaftlich zu definieren. In den sogenannten Nürnberger Gesetzen ist die Rasse ja nicht naturwissenschaftlich definiert, sondern rein von der Religion her. Das Forschungsvorhaben war deshalb fragwürdig, weil es mithilfe von Blutproben von über 200 Personen verschiedener rassischer Herkunft durchgeführt werden sollte, die Verschur von seinem Schüler Mengele aus Auschwitz zugeliefert bekam. Da sich bei der Herstellung von Substraten dieser Blutproben biochemische Probleme ergaben, erbat Verschur die Hilfe Butelands, der ihm daraufhin im Spätsommer 1944, als er selbst schon mit dem größten Teil seines Instituts von Berlin nach Tübingen übergesiedelt war, seinen in Berlin verbleibenden Mitarbeiter Günther Hillmann zur Verfügung stellte.
Da Hilbern seine wissenschaftliche Nachbarschaftshilfe ausschließlich in seinem angestammten Kaiser-Wilhelm-Institut für Biochemie erledigte, übrigens natürlich erfolglos erledigte, ist mit Recht die Frage gestellt worden, inwieweit damit auch Butlern in dieses fragwürdige Projekt eingeweiht war. Da er jedoch nicht mehr in Berlin war und durch Hillmann nur technische Hilfeleistung geleistet hat, kann man ihm dies jedoch eigentlich nicht anlassen. Die wissenschaftliche Verantwortung für das Auschwitz-Projekt lag ausschließlich bei Verschur. Jedoch ist anzunehmen, dass Butland über die Herkunft der Blutproben aus Auschwitz informiert gewesen ist. Verschur machte daraus sogar nach dem Krieg keinen Hehl. Das wog in diesem Fall insofern schwer, als sich Hillmann, anders als Westphal und Rudenschulz Brauer, denn Westphal habe ich weggelassen, den Fall, nicht auf eigene Initiative hin in einen ethisch fragwürdigen Forschungszusammenhang begeben haben, sondern durch direkte Vermittlung von Butenand. Dem objektiven Befund nach kann Butenand jedoch auch in diesem Fall nicht in einen direkten Zusammenhang mit der Vernichtungspolitik der Nazis gebracht werden. Anzunehmen ist jedoch, dass er, auch wenn er sie wissenschaftlich nicht zu verantworten hatte, über die fragwürdigen wissenschaftlichen Projekte Rudenstroth-Brauers und besonders Hillmanns informiert gewesen ist. Aufgrund seines Wissenschaftsverständnisses hätte Butenand daraufhin eigentlich seine Mitarbeiter davor warnen müssen, die Grenze zum wissenschaftsethisch nicht Zulässigen zu überschreiten. Das ist jedoch mit Sicherheit nicht geschehen. Hier liegt das moralische Versäumnis Butenands. Es kann nicht überraschen, dass sich Butenand unmittelbar nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches nicht dazu veranlasst sah, sich selbstkritisch mit seiner wissenschaftspolitischen Vergangenheit auseinanderzusetzen. Der Rückzug auf die sogenannte Grundlagenforschung, der er sich angeblich seit Kriegsbeginn ausschließlich verschrieben hatte, schien sein Verhalten als Naturwissenschaftler im Dritten Reich nachträglich zu legitimieren. Da er nur, wie er meinte, reine Wissenschaft betrieben und sich damit vermeintlich vor jeder politischen Instrumentalisierung geschützt hatte, glaubte er auch politisch rein geblieben zu sein. Das entsprach natürlich durchaus der scientistischen Selbstrechtfertigungsstrategie, welche nicht nur die naturwissenschaftlichen Eliten in Westdeutschland nach 1945 generell vertreten haben. Das Einzige, was Butenand nach 1945 zunächst interessanterweise politisch beunruhigte, war die Tatsache, dass er in der amerikanischen Besatzungszone auf eine Fahndungsliste geriet, von der erst im Mai 1947 gestrichen wurde. Doch konnte er sich damit trösten, dass die mit französischer Militärverwaltung ihn in Tübingen ganz anders behandelte als die Amerikaner. Ich zitiere ihn: Alle sind dem Nobelpreisträger gegenüber zuvorkommend und hilfsbereit, schrieb er an seine Eltern. Obwohl man ihn intern durchaus als Nationalsozialisten einschätzte, billigte ihm die französische Besatzungsmacht politische Bewährung zu. Schon 1946 wurde er nach Paris eingeladen, um dort mit einem Mitglied der Akademie des Médecins zusammenzutreffen. Die französische Militärverwaltung schützte ihn auch mehrmals vor dem Zugriff der amerikanischen Militärpolizei. Schon im November 1945 war er das erste Mal 2 Tage in Basel gewesen, um mit der Firma La Roche über eine Zusammenarbeit zu verhandeln. Im September 1948 bekam er trotz damals heftiger öffentlicher Diskussionen in der Schweiz sogar einen Ruf an die Universität Basel, den er im Januar 1949 jedoch ablehnte. Es ist keine Frage, dass die Vorzugsbehandlung durch die französische Besatzungsmacht Butenand in seinem subjektiven Empfinden, sich politisch nichts vorwerfen zu müssen, ebenso bestärkt haben dürfte, wie die lukrativen Angebote aus der politisch neutralen Schweiz. Wie sollte er sich politischer Selbstkritik unterziehen, wenn er aus dem Ausland schon unmittelbar nach dem Ende des Dritten Reiches derart hofiert wurde? Man sollte das vielleicht nicht vorschnell kritisieren. Die Annahme, dass die Deutschen den Weg aus der mörderischen Diktatur in die freie demokratische Zukunft nach 1945 besser bewältigt hätten, wenn sie sich sofort rückhaltslos ihrer Vergangenheit gestellt hätten, ist nicht unbedingt zwingend. Es ist vielmehr durchaus erklärlich, dass es einige Zeit brauchte,
vor allem wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, bis die Verbrechensbilanz des Dritten Reiches von den meisten Deutschen überhaupt zur Kenntnis genommen wurde. Teils, weil sie nicht sofort in ihrem vollen Ausmaß bekannt war, teils, weil sie in ihrer ganzen verheerenden Wucht die Aufnahmefähigkeit vieler Menschen überforderte. Dass sich in dieser Zeit der überwiegenden Sprachlosigkeit allzu viele selbstgerecht in Opferrollen flüchteten und die meisten der wirklichen Täter unbehelligt blieben, bleibt allerdings ein schwer erträglicher Vorgang. Ich könnte meinen Vortrag hier schließen und Butenland als einen Normalfall der deutschen Unfähigkeit zu trauern hinstellen. Es gibt jedoch, meine ich, noch einen zweiten Schluss. So wie sich in einer erinnerungspolitischen Übergangszeit bei vielen Deutschen die politische Einstellung gegenüber der Vergangenheit des Dritten Reiches allmählich geändert hat, scheint es auch bei Butenland einen gewissen Erinnerungswechsel gegeben zu haben. 1948 hatte er im IG-Farben-Prozess noch als Zeuge behauptet, von der Existenz von Konzentrationslagern zwar gewusst, jetzt wörtlich, von Buchenwald, Belsen, Auschwitz aber nie gehört zu haben. Das war angesichts der zentralen wissenschaftspolitischen Position, die er im Dritten Reich eingenommen hatte, selbstverständlich höchst unglaubwürdig. Butenland scheint jedoch allmählich zumindest erkannt zu haben, dass ihn allein schon die überragende Rolle, die er als gefragter Naturwissenschaftler Experte im Dritten Reich gespielt hat, politisch belastete. Jedenfalls ist festzustellen, dass er sich seitdem oder allmählich mit deutlich kritischem Ton zur Vergangenheit des Nationalsozialismus äußerte. So meldete er sich im März 1949 im Zusammenhang mit der Diskussion über die Gründung eines deutschen Forschungsrates zu Wort. Er hielt dessen Einrichtung für wichtig, weil damit die Versäumnisse der Vergangenheit korrigiert werden könnten. Ich zitiere wörtlich: Wir können dann auch nicht mehr unter dem Vorwurf leiden, der uns jetzt immer gemacht wird, unser Verantwortungsgefühl nicht zur Geltung gebracht zu haben. Es gibt eine ganze Reihe von solchen Äußerungen Butenlands aus den 40er und 50er Jahren, die ich jetzt nicht alle zitieren will. Nur darauf hinweisen will ich noch, dass er schon frühzeitig, lange vor der deutschen Ostpolitik, das Heimatrecht der Polen in den ehemaligen deutschen Gebieten östlich von Oder-Neiße anerkannte, weil wir diese durch unsere Schuld verloren haben. Schließlich ist auch darauf hinzuweisen, dass Butenland neben den beiden Biologen Alfred Kühn und vor allem Georg Melchers einer der wenigen Köpfe in der jungen Max-Planck-Gesellschaft gewesen ist, die schon früh ein Empfinden dafür hatten, dass man das Unrecht, das den vertriebenen Mitgliedern der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft angetan worden ist, wiedergutmachen müsse. Schon im April 1947 regte er bei Otto Hahn an, sich um die Rückkehr von James Franck aus den USA zu bemühen. Er hielt das, ich zitiere, für eine wunderbare Möglichkeit, ein uns alle sehr belastendes Unrecht wieder gut zu machen. Ich befinde mich mit dieser Interpretation selbstverständlich auf dünnem Eis. Es geht mir aber auch keineswegs darum, Butenland in irgendeiner Weise politisch reinzuwaschen. Bei all seinen Äußerungen handelt es sich fraglos um keine präzisen Auseinandersetzungen mit seiner persönlichen Vergangenheit. Dass er ein wissenschaftspolitischer Mitläufer auf höchstem Niveau gewesen ist, hat er sich nie eingestanden. Schon gar nicht setzte sich Butenland in der Max-Planck-Gesellschaft jemals dafür ein, er war 12 Jahre lang Präsident, sich der in vieler Hinsicht düsteren Vergangenheit der KWG im Dritten Reich als Institution zu stellen. Aber seine verstreuten Äußerungen lassen doch immer erkennen, dass Butenland im Erinnerungsprozess der Deutschen mehr als viele andere Spitzenwissenschaftler eine kritische Position, wenn auch keine selbstkritische, bezogen hat. Das unreflektiert reine Gewissen, das ihn aus dem Dritten Reich in die unmittelbare Nachkriegszeit getragen hatte, trübte sich bei ihm offensichtlich allmählich ein. Butenland stellte sich insofern durchaus seiner historischen Verantwortung, auch wenn er es versäumte, sich jemals zu konkreten Vorwürfen öffentlich zu äußern. Vielen Dank.